Hi, hier ist der Linus. Ich bin heute hier in der Filiale in Frankfurt und ich darf euch heute herzlich willkommen heißen bei einem Ratgeber-Video zum Thema, wie stimme ich mein Schlagzeug? Um ein neues Fell auf die Snare drauf zu machen, müssen wir natürlich zuerst mal das alte lösen. Dazu gehe ich nun Schritt für Schritt die Schrauben entlang und löse immer gegenüberliegende Paare. Ein kleiner Hinweis, natürlich kann man das, wenn es schnell gehen muss, auch mit einem Akkuschrauber machen. Ich bin da persönlich aber immer nur sehr vorsichtig und mache das gerne alles mit der Hand. Also zuerst löse ich diese Schraube, dann gehe ich gegenüber und die nächste Schraube. Und so arbeite ich mich dann nach und nach einmal um die Snare herum. Dann kann ich den Spannreifen anheben. Den lege ich erstmal zur Seite. Und dann kann ich das vorhandene Fell entfernen. Das sehen wir, das ist schon etwas mitgenommen. Deswegen machen wir da jetzt ein schönes neues Fell drauf. Wenn wir gerade schon dabei sind und das Fell unten haben, ist es immer noch mal ganz sinnvoll, da einmal drüber zu wischen, dass die Ränder auch schön glatt sind, damit das nächste Fell gut sitzt. Dann nehme ich das neue Fell und positioniere das auf der Snare drauf, so dass es schön aufliegt an allen Rändern. Dreh kurz, damit es gut sitzt. Es ist eine Philosophiefrage, aber ich mache das gern so, dass das Logo oben immer mit dem Logo oder dem Badge auf der Snare übereinstimmt. Ändert natürlich nichts am Ton. Dann nehme ich wieder den Spannreifen zur Hand und positioniere den genau wie er vorher war. Wieder mit den einzelnen Schrauben auf den Spannböckchen und drehe zunächst mit der Hand alle Schrauben so ein bisschen fest, damit diese an der richtigen Position sind. Hier kann es natürlich auch wieder der Akkuschrauber zum Einsatz kommen, allerdings wäre ich beim Festziehen der Schrauben, beim Draufmachen des Fells, noch viel vorsichtiger, was den Einsatz von elektronischem Werkzeug angeht. So kann man nämlich auch, wenn man eine Schraube zu fest zieht, schnell das Fell, wenn nicht sogar die Snare an sich, beschädigen. Gut. Wenn dann alle Schrauben soweit sitzen, dann nehme ich zunächst keinen Stimmschlüssel, ganz wichtig, sondern meine Finger. Das heißt, zoome eine Schraube wieder aus, mit der fange ich an. Drehe sie so weit fest, wie es mit den Fingern geht. Dann nehme ich wieder die gegenüberliegende und mache jetzt wieder genau das Gleiche. Man kann es natürlich mit zwei Händen gleichzeitig machen. Ich mache das gerne mit einer Hand. Da weiß ich, habe ich immer ein gutes Gefühl dafür, wie der Kraftaufwand ist. Und danach sollten dann alle Schrauben ungefähr einen gleichen Ausgangspunkt haben. Das ist der Sinn der ganzen Geschichte. Also gehe ich jetzt nach und nach wieder die Schrauben immer in gegenüberliegenden Paaren durch, bis ich einmal um die Snare herum bin. So, jetzt haben wir alle Schrauben mit den Fingern fest gedreht. Nennt sich englischsprachig auch gern Finger Tight. Also wenn ihr das mal hört, das meint genau dieses, nämlich die Schrauben mit den Fingern so fest zu drehen, wie es geht. Und jetzt haben wir einen Ausgangszustand, von dem aus wir die Snare stimmen können. Weil jetzt, ich spiele es kurz an mit den Fingern. Haben wir ungefähr den gleichen Ton an allen Stimmschrauben. Hier und da muss ich noch etwas anpassen. So. Da wir jetzt eine gleichmäßige Ausgangsbasis aller Stimmschrauben haben, nehmen wir zum ersten Mal den Stimmschlüssel und fangen an, mit diesem die Schrauben eine nach dem anderen festzuziehen. Wichtig dabei ist, nicht einfach drauf losdrehen, sondern genau mitzählen, wie weit ich drehe. Ich fange jetzt an einer Schraube, welcher ist egal, ich muss mir nur eine aussuchen und mache eine halbe Drehung. Jetzt gehe ich zur gegenüberliegenden Schraube und mache genau nochmal das Gleiche, eine halbe Drehung. Und so arbeite ich mich jetzt wieder einmal rundherum um die Snare vor.
kleine Feinabstimmung, dass überall der gleiche Ton zu hören ist. Wenn ihr eine Schraube anpasst, ist es meistens so, dass ihr auch die gegenüberliegende Schraube nochmal mitnehmen müsst. Es ist immer ein bisschen hin und her, es ist keine exakte Wissenschaft. Es gibt ja auch kein richtig und kein falsch beim Stimmen, sondern es ist alles ein Ausprobieren und eine Geschmacksfrage. Aber als kleiner Tipp, wenn ihr euch schwer tut, die Tonunterschiede zu hören, nehmt einen Weichenstick mit Filzkopf in die Hand und damit könnt ihr die Unterschiede der einzelnen Stimmschrauben besser hören. Jetzt höre ich gerade, dass ich hier doch noch etwas Nacharbeit leisten muss, um sie näher anzupassen. So, jetzt haben wir sie alle auf einer gleichmäßigen Stimmung, einen gleichmäßigen Ton. Und ab jetzt ist es tatsächlich nur noch reine Geschmackssache. Wie hoch will ich meine Snare gestimmt haben? Je höher ich sie will, desto mehr Umdrehungen oder ich gehe gerne in halben oder auch Viertelumdrehungen vor, mache ich jetzt noch einfach an jeder Stimmschraube. Ich hätte sie gerne noch deutlich höher. Sie ist jetzt, sagen wir mal, in der tiefsten Stimmung, in der sie klingt. Wäre mit einem normalen Stick angespielt ungefähr so. Na, da müssen wir noch etwas höher gehen, um hier wirklich einen schönen Ton rauszuholen. Das wäre jetzt ein schöner, tiefer Ton in der Snare. Ich persönlich mag es noch etwas höher. Deswegen gehe ich jetzt nochmal mit einer halben Drehung außen rum. Auf der Snare haben wir eben die Besonderheit, dass es eine Snare ist. Das bedeutet, wenn ich die Snare hochnehme und umdrehe, habe ich den Snare-Teppich, der diesen typischen schnarrenden Sound kreiert. Bei der Snare ist das Resonanzfell extrem wichtig, um den Ton zu generieren. Deswegen müssen wir das natürlich auch entsprechend stimmen. Kleiner Tipp, wenn ich nämlich jetzt drauf spiele, höre ich immer nur den Snare-Teppich. Deswegen muss ich den eliminieren. Daher mache ich den locker und schiebe einmal einen Stick hier durch und dann höre ich nur noch das Fell. Hier müsst ihr besonders vorsichtig sein, da das Resonanzfell bei der Snare extrem dünn ist. Daher wirklich nur mit Fingern oder maximal mit einem weichen Stock leicht anspielen. Mit normalen Stöcken macht ihr das Fell sehr schnell kaputt. Ich spreche aus Erfahrung. Das Snare-Fell hat vor allem die Aufgabe, den Snare-Teppich zum Schwingen zu bringen. Deswegen ist es hier auch sehr wichtig, eine ausgewogene Stimmung, alle Stimmschrauben herum zu haben. Was die Tonhöhe des Resonanzfelles betrifft, ist zu beachten, dass je fester das Fell gespannt ist, desto länger scharren die Saiten, sprich desto länger ist der Snare-Sound, den ihr habt. Je lockerer das Fell gespannt ist, desto kürzer ist der Snare-Sound, den ihr habt. Hier gibt es auch kein richtig oder falsch oder allgemeingültige Maßnahme. Ist eine Geschmackssache, aber
das Resonanzfell bei der Snare ist immer deutlich höher gestimmt als das Schlagfell. Seid hier einfach besonders vorsichtig, damit ihr das Fell nicht kaputt macht, und probiert aus. Nachdem wir nun die Snare gestimmt haben, nehmen wir uns den Toms an. Stellvertretend für alle Toms habe ich jetzt mal einen Hängetom, einen 10 Zoll Hängetom. Die Schritte am Anfang, Fell abnehmen, wieder drauf machen, sind genau die gleichen. Deswegen gehe ich darauf jetzt nicht nochmal näher ein. Aber wenn wir direkt ans Stimmen gehen, fangen wir auch hier genauso an wie bei der Snare. Wir machen zuerst mit den Fingern jede Stimmschraube so fest, wie es geht. So, jetzt haben wir auch hier wieder eine gute Ausgangsbasis. Das Fell wirft keine Falten mehr. Alle Schrauben sind fingertight. Und von hier aus machen wir uns jetzt wieder an das stückweise Hochstimmen der Tom. Ein wichtiger Hinweis hier noch. Ihr seht, ich habe die Tom vom Schlagzeug abgenommen und auf einen Schlagzeughocker gestellt. Das hat einfach den Sinn, dass ich immer nur ein Fell höre, weil durch das Stellen auf den Hocker wird das untere Fell gedämpft und ich höre jetzt nur das Schlagfell, dass ich jetzt stimmen möchte. Auch hier nehme ich wieder meinen weichen Stock zur Hand. Ihr seht, da kommt noch kein schöner Ton raus. Das heißt, wir müssen definitiv noch nach oben gehen. Bei Standtoms kann es manchmal sein, dass es schon reicht, die Schrauben einfach nur mit den Fingern festzumachen. Da wir hier ein kleines Tom haben, wollen wir entsprechend auch einen schönen hohen Ton daraus kriegen. So, jetzt nehmen wir wieder unseren Stimmschlüssel und gehen nach und nach wieder um die Trommel herum. Da wir hier eine recht kleine Tom haben und ich etwas behutsamer in den Tonabständen sein möchte, mache ich jetzt hier nur eine Vierteldrehung pro Schraube und gucke dann danach wieder, wo wir gelandet sind. Zack. Beim Stimmen am Schlagzeug gilt, wie bei einer Gitarre, langsame, vorsichtige Bewegung. Kleine Bewegungen können schon eine große Auswirkung auf den Ton haben. So, jetzt wären wir bei einem Ton, den ich als ganz angenehm empfinde für einen 10 Zoll Tom. Hören wir es mal mit dem Resonanzfeld zusammen. Jetzt haben wir die Schlagseite des Toms gestimmt. Gehen wir zur Resonanzfellseite. Ich werde hier nicht nochmal alle Schritte einzeln durchmachen, da hier im Prinzip genau das gleiche gilt wie für die Schlagseite. Genau die gleichen Schritte. Zuerst mit den Fingern festmachen und dann Schritt für Schritt nach oben gehen. Hier habe ich das Resonanzfell eine Viertelumdrehung höher gestimmt als das Schlagfell, da ich den Ton am schönsten finde, wenn das Resonanzfell etwas höher gestimmt ist als das Schlagfell. Andersrum geht natürlich auch. Resonanzfeld tiefer oder gleich. Probiert er aus, es gibt kein richtig und falsch. Es kann auch je nach Schlagzeug unterschiedlich sein. So, kommen wir zum letzten Instrument in unserem Video übers Schlagzeugstimmen, die Bassdrum. Da der Prozess hier im Grunde der gleiche ist, aber etwas anders aussieht, habe ich hier nochmal das komplette Schlagfell abgenommen, damit ihr Schritt für Schritt nachverfolgen könnt, was ich tue. Wenn man schon mal das Fell unten hat, schadet es auch hier nicht, einmal über den Rand zu wischen, um Staub und sonstige Verunreinigungen zu entfernen, damit das Fell auch schön sitzt. Dann nehmen wir, wie gehabt vorher, das Schlagfell, legen es auf den Kessel, drehen kurz, damit es gut sitzt. Das ist mit modernen Fällen überhaupt kein Problem. Auch hier wieder die Eigenheit, die ich habe. Ich gucke, dass das Logo schön ausgerichtet ist nach vorne. Wenn das Fell gut sitzt, nehmen wir wie vorher bei den anderen Trommeln den Spannreifen. Bei der Bassdrum ist er zu 90% aller Fälle, beziehungsweise bei allen Drumsets, die ich bisher gesehen habe, aus Holz und nicht aus Metall. Deswegen habe ich hier die Schrauben auch nicht direkt dran, beziehungsweise Löcher für die Schrauben dran. Da wir hier beim Holzspannreifen keine Löcher für die Schrauben drin haben, müssen wir halt eben die Klemmen einzeln nochmal einsetzen. Das unterscheidet die Bassdrum so ein bisschen von den anderen Trommeln. Aber am grundsätzlichen Prinzip ändert sich nichts. Jetzt setze ich nach und nach die Klemmen fest und dann machen wir wieder eine Schraube nach der anderen mit den Fingern so fest, wie es geht. Ein Hinweis noch zur Ausrichtung des Holzspannreifens.
Unten habt ihr immer die Fläche, wo das Fußpedal an der Bassdrum anliegt. Die ist hier etwas abgeklebt zum Schutz des Rahmens. Bei anderen Schlagzeugen habt ihr hier zum Beispiel Gummimatten oder Filze drauf. Guckt, dass dieser wirklich nach unten ausgerichtet ist. So, wenn alle Klemmen drauf sind, die Schrauben wieder mit den Fingern festdrehen. So, wenn nun alle Schrauben hier sitzen, drücken wir kurz mit den Fingern drauf, gucken, dass wir hier keine großartigen Falten drin haben. Die drehen wir nochmal kurz raus. So. Nachdem wie das Licht ist, sieht man die besser oder schlechter. Das sieht ganz gut aus. So. Jetzt haben wir wieder, wie bei den anderen Trommeln, die Ausgangssituation, dass wir alle Schrauben ungefähr gleich fest haben. Auch hier gehen wir jetzt nochmal mit dem Stick außen herum. Und ihr seht, viel mehr braucht es eigentlich gar nicht, um hier aus der Bassdrum einen schönen punchy Sound rauszuholen. Das wäre jetzt in diesem Szenario die tiefste Stimmung, die wir hinkriegen können mit der Bassdrum. Da wir hier bei der Bassdrum mit relativ tiefen Stimmungen bei einer großen Trommel arbeiten, ist hier die Überkreuztechnik wie bei den anderen Trommeln nicht so wichtig, sodass ich hier jetzt einfach eine Schraube nach der anderen festziehe. Somit hätten wir das Schlagfell der Bassdrum gestimmt. Ein essentieller Teil des Sounds bei der Bassdrum ist natürlich auch das Resonanzfell. Deswegen müssen wir auch dieses stimmen. Dazu drehe ich die Bassdrum um. Hier habe ich wieder genau die gleichen Schritte angewandt wie beim Schlagfell, wie ich es eben gezeigt habe. Nur, dass ich auch hier wieder eine Drehung höher gegangen bin als beim Schlagfell. Bei der Bassdrum führt ein höheres Resonanzfell dazu, dass wir mehr Bewegung haben im Resonanzfell und somit mehr Bassfrequenzen kreiert werden, was den Sound etwas mächtiger macht. Ihr habt heute gesehen, wie ihr euer Schlagzeug richtig stimmt und was ihr dazu braucht, nämlich einen Stimmschlüssel und ein paar weiche Sticks, damit ihr es besser hört. Der Prozess war folgendermaßen: erstmal mit den Fingern festdrehen, bis es nicht mehr weitergeht, und euch dann Schritt für Schritt nach oben arbeiten, bis ihr zufrieden seid. Hierbei gibt es kein richtig und kein falsch, ihr könnt nichts kaputt machen, probiert einfach aus und experimentiert. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da und abonniert uns, und wir sind für alle Fragen offen, schreibt uns einfach auf unseren Social Media Kanälen.